Bojan Zed, Julien Louraud, guten Tag. Danke, dass Sie hier zu uns auf das Dach der Kulturbrauerei gekommen sind. Wir haben gerade das Trio Das Kapital gehört, das mit Symbolen des Kommunismus spielt. Und Sie, Bojan Zed, sind ja noch im Kommunismus geboren. Sie wurden als der bekannteste Jazzmusiker Jugoslawiens gehandelt. Des Kommunismus? Vielleicht nicht ganz. War denn Jazz im ehemaligen Jugoslawien etwas Subversives? Das ist komisch. Jazz wurde gleich nach dem Zweiten Weltkrieg verboten, bis man herausfand, dass Jazz die Musik der Unterdrückten ist. Dann wurde das Verbot aufgehoben und der Jazz hatte keine Probleme mehr. Aber eben erst, als man merkte, dass Jazz nicht die Musik der Kapitalisten, sondern der Schwarzen ist, die ja selbst vom Großkapital unterdrückt wurden. Das war vor über 20 Jahren. Heute leben Sie in Frankreich. Spielt Ihre serbische Identität noch eine Rolle für Ihre Musik? Meine jugoslawische Identität muss es heißen, denn ich bin gemischt und nicht 100% serbisch. Für mich hat sie nach wie vor eine tiefe Bedeutung, wie vor 20 Jahren. Julien Louraud, wo sind Ihre musikalischen Wurzeln? Oh, die befinden sich vielleicht im Plattenschrank meiner Eltern. Damals hörten sie viele verschiedene Sachen. Französische Chansons, Jazz, Rock, die Sex Pistols, alles Mögliche. Also da habe ich auf jeden Fall zum ersten Mal Jazz gehört, zu Hause. Und davon ausgehend hat es sich dann entwickelt. Also recht verschiedene musikalische Wurzeln. Nun kennen Sie sich ja letztlich in- und auswendig. Können Sie sich denn noch überraschen? Hoffentlich. Ich habe nie daran gedacht, dass ich dich in- und auswendig kenne. Ich weiß immer genau, was du gerade zu tun hast oder wo du hingehen wirst. Aber mit am wichtigsten in unserem musikalischen Austausch ist es, sich zu überraschen. Und jetzt werden wir Julien Louraud und Bojan Zed auf der Bühne wieder treffen.